kauft euch kein TH Technics und kauft euch keinen Brembo. So Leute, was geht ab? Erstmal herzlich willkommen zum neuen Video und korrekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute gibt es 2-3 Minuten, 4-5 Minuten, kleine kurz Laber-Rage-Runde. Und zwar, ihr wisst ja, TH Technics Gewindefahrwerk ist verbaut plus Brembo Sportbremse am Golf ist auch komplett verbaut mit Belege und Scheiben. So, Gewindefahrwerk natürlich auch mit neuen Stangen und neue Domlager, bla bla, also volles Programm. Klar, TH Technics, wollen wir uns nicht drüber schreiten. Und ich habe ja gesagt, ich gebe nach ungefähr einem halben Jahr so ein Update zum TH Technics. Ne? Es muss jetzt auch circa jetzt ein halbes Jahr jetzt her sein, wenn ich mich nicht täusche. Selbst wenn nicht, ist auch völlig egal. Kommen wir erstmal zu TH Technics. So. Mir ist auch völlig egal, wenn TH Technics eventuell durch Zufall irgendwie das Video sieht oder so. Das ist mir auch, das geht mir völlig am Popo vorbei, weil das, was ich jetzt hier sage, das ist einfach nur Fakt. So, erstmal vorweg, TH Technics Gewindefahrwerk habe ich mir gekauft. Ich wollte so günstig wie möglich tief fahren. Gar keine Frage. Ne? Am liebsten geschenkt. So, natürlich, dass das nicht möglich ist, so habe ich mich für TH Technics entschieden. Und nicht für FK. FK ist so dieselbe Preisklasse, bla bla. Da habe ich mich doch zu TH Technics entschieden, weil in meinem Vorgängerauto, was ein Polo 6.1 GTI war, hatte ich auch das TH Technics drinne verbaut. War dementsprechend ja so ein bisschen TH Technics angehaucht, dass ich dazu mehr Sympathie hatte wie zu anderen Herstellern. Und ich wollte jetzt auch keine Unmengen an Geld jetzt verschwenden. Oder das heißt verschwenden, besser gesagt ausgeben. Jetzt im Nachhinein wurde mir natürlich auch von vielen Leuten gesagt, ach, das ist nur Schrott, hast du nur Probleme mit, wird nicht lange halten und dies und das und das, ja, ja. Und ich muss sagen, jein, also mehr ja wie nein, ich bin komplett unzufrieden. Die Höhe, also das ist das Einzige, was jetzt positiv ist, die Höhe, die ist für mich in Ordnung, ne? Aber die Höhe, die kriege ich auch mit einem anderen Fahrwerk hin. Komfortmäßig muss man selber wissen, stört mich jetzt auch nicht so krass, aber könnte besser sein. Was mich aber allerdings stört, beim Fahren, jetzt fahren wir nicht, jetzt sitzen wir ja. So, hinten rechts ist jetzt bei euch, wenn ich mit dem Finger, da ist jetzt hinten rechts, Moment. Da ist jetzt hinten rechts für euch. So, weil die Kamera, die ist ja so, ihr wisst schon. Beim Fahren, Schlaglöcher. Ist ein Poltern. Und ein Quietschen des Grauens aus dieser Feder oder aus diesem kompletten Teil. Ich weiß nicht, woran es lag. Es ist komplett vernünftig eingebaut. So wie jedes Fahrwerk natürlich auch, ob es jetzt TH Technics ist oder bla, es ist komplett vernünftig gemacht worden. Und was ist? Ja, jetzt haben wir ein halbes Jahr später und das sogenannte Sportfahrwerk von TH Technics, das kannst du schon in die Tonne hauen. So, man wird auch natürlich auch von vielen belächelt. Was hast du denn für ein Fahrwerk? Ja, TH Technics ist mir auch, ja, ist okay. Muss ja jeder selber wissen. Aber komplett unzufrieden und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, diesen Winter muss das Fahrwerk noch mitmachen, aber danach fliegt es raus. Und dann kommt ein, ich weiß es noch nicht, was es kommt, aber halt ein Fahrwerk, so wie jeder andere das auch hat. Von, weiß ich, KW nicht, das ist mir zu teuer, das, ne, wollen wir jetzt nicht übertreiben. Aber so ein HR Deep haben richtig viele verbaut oder was haben ST, Vogtland, Bilstein, Eibach. Komplett nennenswerte Hersteller. TH Technics, ich weiß nicht. Du fährst Bodenwelle, es quietscht. Es poltert, als hättest du hinten, weiß ich, drei Wasserkästen, die, sag ich mal, ineinander rauschen beim Fahren. So halt die Vorstellung. So, das ist das erstmal zum Update. So, also komplett unzufrieden. Ich meine, was hat das jetzt gekostet? Mit den ganzen Stangen und den Domlagern war ich bei, glaube ich, 280 Euro. So, sagen wir mal, 300 Euro für das komplette Fahrwerk mit allen Stangen, allen Domlagern. Kannst du nicht meckern, gar keine Frage, ne? Aber wäre ich doch jetzt lieber das halbe Jahr, also eben jetzt, und hätte noch ein bisschen mehr gespart. Ja. Furchtbar. So, zweite Sache. Brembo.
Da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Brembo wurde verbaut. Nicht von mir, ich wollte es erst verbauen. Ich habe seine Videos gesehen, zum Glück ist ja die Schraube rund geworden und dann habe ich das Auto weggegeben. So, Bremse wurde verbaut. So, als erstes, also gut aussehen tut sie, gar keine Frage, das Auto bremst auch. So, aber jetzt kommen wir zum großen Aber. Wenn man nach Brembo googelt, dann bekommt man vieles vom Quietschen oder vom Rascheln oder wie nicht diejenigen anderen es nennen möchten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch davon betroffen. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn es warm ist, hauptsächlich wenn es warm ist, und ich komme mit dem Golf angefahren, egal ob der Golf warm ist oder die Bremse schon warm ist oder sie schon zweimal gebremst wurde und ich jetzt beim vierten Mal, ihr wisst schon, ne? Dann hört sich das ungefähr so an. Ja, das hat euch erschreckt, ne? Das ist wie, als wenn du auf dem Bahnhof stehen würdest und ein Zug angefahren kommt, der am Bremsen ist. Also das ist wirklich, erstens ist es peinlich, so. Weil natürlich, wenn ich so ein quietschendes Auto, sag ich jetzt mal, hier so hören würde, ich auch denken, boah, ist doch, naja, muss bald zur Werkstatt, dieser, ist die Bremse fällig, ne? Aber ich, und genau dasselbe denken wahrscheinlich die Leute auch von mir, obwohl die Bremse nagelneu ist. Was hat die? 2000 Kilometer? Sagen wir mal 3, ich weiß nicht mehr, was im Kilometerstand ich hatte, wo ich die Bremse verbaut habe. Sagen wir mal 3000 Kilometer, höchstens. Und das hört sich an, als würde man mit einem ECE durch die Gegend fahren. Also, furchtbar. So, dann derjenige, der die Bremse eingebaut hat, also die Werkstatt. So, danach war alles gut. So, dann bin ich 2-3 Tage gefahren und denke mir so beim Fahren, abgesehen jetzt vom Quietschen, weil das kam auch, sag ich mal, 2-3 Tage danach, kam noch was dazu. Ich bremse und ich höre ein Schleifen. Als würde man, weiß ich, als hätte ich gar keinen Belach mehr. Ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht normal sein. Wenn ich mit irgendeinem anderen Auto unterwegs bin oder so und da die Bremse nur leicht betätige oder halt voll drauf schepper, das Auto bremst ohne große Geräusche. So. Und wenn ich bremse, dann hört es jetzt an, weiß ich, kann man da jetzt vergleichbaren Ton wie jetzt beim Bahnhof machen? Weiß jetzt nicht, wie kann man das jetzt, ist halt wie als würde irgendwas schleifen, so das Auto dann in eine andere Werkstatt abgegeben, damit die sich das mal angucken, so zwei Meinungen sagen dann mehr aus wie bla bla, ihr wisst schon, ne, Auto in eine andere Werkstatt abgegeben, so die meinen zu mir, okay, ist Radlager, es hat auch schon Geräusche gemacht, ist bestimmt das oder halt das Hitzeschutzblech, was irgendwo gegenkommt. Ich so, ja, okay, dann tausch mal das Radlager. So, das Hitzeschutzblech, das kannst du ja ein bisschen dann noch wegdrücken. Dann sollte das quietschen, wollte ich schon sagen. Dann sollte das Blackout. Dann sollte das Schleifen weg sein. So, ich das Auto wieder abgeholt, neues Radlager drin. Hitzeschutzblech wurde ein bisschen weggebogen. Also weggebogen jetzt hier, wir sprechen über Millimeter. So, ich fahre nach Hause, alles gut, bin zufrieden, nichts am Schleifen. Fahre am nächsten Tag zur Arbeit. So. Und er schleift schon wieder. Das ist jetzt bestimmt schon, boah, schon ein paar Wochen her, aber ich kam halt nie dazu, das Video jetzt zu drehen. Und dadurch jetzt natürlich jetzt einmal im Auto sitze, dachte ich mir, ich sag, komm, fuck off, ich sag, drehst du jetzt schnell das Video ab und dann finito. Aber ich muss echt sagen, das kann doch nicht normal sein. Die Bremse ist nagelneu von Brembo. So, es ist eine Sportbremse in dem Sinne. So, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Brembo Belege, Brembo Bremsscheibe. So, ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar Keramik oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich will jetzt hier auch keinen Scheiß labern. So, hier von innen belüftet, also hier ne, mit Löchern drinne. So, sie sieht ja cool aus so von außen, aber wie peinlich ist das? Ich fahre, die Leute denken, da kommt ein ICE aus Hamburg angefahren. So, und wenn ich auf die Bremse drücke, dann schleift es so, als hätte ich keine Bremsbeläge mehr. Das kann es nicht sein. Wirklich, das kann es nicht sein. Die Bremse, die kriegst du ja auch nicht für 50 Euro hinterhergeschmissen. Was habe ich für die Bremse bezahlt? 300 paar zerquetschte ohne Einbau. So, im Grunde hat mich das Bremsenthema 600-700 Euro gekostet und das Quietschen ist nicht weg und das Schleifen ist nicht weg. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, ich sag, lass es. Ich sag, ich fahre jetzt so damit rum, weil mir ist das Geld wirklich zu schade. Wirklich. Und ich bin wirklich super enttäuscht und auch wirklich sauer.
So, gut, Fahrwerk. Okay, bin ich auch ein bisschen selber schuld, aber so ein bisschen abkotzen muss man ja. So, habt ihr dann auch so jetzt mal öffentlich bei YouTube nochmal so eine aussagekräftige Meinung? Also, gewinne Fahrwerk. Kauft euch bitte kein TH Technics oder irgendeinen anderen Müll. Ich als Selbstversuch, wie ich das immer betitelt habe, hab's jetzt selber die Quittung bekommen. Ich würde es nie wieder machen. Egal, was für ein Auto ich irgendwann auch später fahren werde. So. Ich würde nie wieder TH Technics kaufen. Sorry, aber das ist so. Das Fahrwerk ist halt nicht auf lange Sicht. So. Damit kannst du nicht mal 2-3 Jahre rumfahren und alles ist tutti. Nee, kannst du nicht. Ein halbes Jahr. Und das Ding quietscht und poltert, als wäre entweder die Feder gebrochen oder der ganze Stoßdämpfer mittlerweile in den Arsch. Nee. Und das vom Brembo, wenn ich so einen Scheiß, sag ich mal, nicht erwartet. Ohne Witz, hätte ich mal Zimmermann geholt. Mir wurde Zimmermann empfohlen. So, ich so, nein, ich sag, Brembo ist ein bisschen günstiger. Wir reden hier von 30 Euro. Da hat der Geiz wieder bei mir zugeschlagen. Ich so, nein, ich hol Brembo, ich mach mir eine eigene Meinung. Ja. Hätte ich mir bloß Zimmermann geholt. Das soll jetzt auch nicht heißen, man soll immer auf andere hören. Aber jetzt in dem Fall wäre das sehr angebracht. Ja, was soll ich sagen? Das war jetzt mein kleines Abkotz-Video. Oh, was schon wieder? 12 Minuten, 11 Minuten, nee, 11 Minuten 27 sitze ich jetzt schon wieder hier im Auto. Wenn sich das überhaupt einer bis hierhin überhaupt noch anschaut. Na, ist auch egal, Leute. Ich mache mir jetzt hoch. Ich werde jetzt die Videos bearbeiten. So, dann habt ihr jetzt. Ja. Ja. Gut. Wir sind hier gerade in einer Zeitblase, deswegen. Ich lasse das Labern jetzt einfach sein. Ne, bevor ich jetzt hier irgendeinen Dünnpfiff erzähle. Gut, danke fürs Zuschauen. Kauft euch kein TH Technics und kauft euch keinen Brembo. Wieder Schein reingehauen. You know I get it, not what about the one I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy, and I'm freaky.